Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir alle und noch viele mehr, das ist das Motto unserer Listenaufstellung morgen. Das ist aber ehrlich gesagt auch schon das Motto von unserer Fraktion im Landtag, schon mindestens die gesamten 5 Jahre der vergangenen Legislatur. Denn wir sind dort zwar die an Zahlen kleinste Fraktion mit 8 Abgeordneten, aber wir verstehen uns und sind ein Teil von uns allen Grünen hier in Sachsen. Und wir Grüne hier in Sachsen, Christine hat es auch gerade noch mal eindrucksvoll dargelegt, stehen auch nicht nur für uns, sondern wir sind ein Teil dieser Gesellschaft hier in Sachsen. Und zwar stehen wir ganz ausdrücklich für all diejenigen, die sich ganz aktiv einbringen wollen für ein ökologischeres, für ein gerechteres Sachsen, für ein Sachsen, in dem man gut leben kann, was auch eine Zukunft haben kann. Und wir haben das letzten Sommer mal versucht, unter diesen Hashtag das andere Sachsen zu packen. Und Sachsen ist anders, als man den Eindruck gewinnen konnte, letztes Jahr hier. Und was wir auch feststellen, in diesen Zeiten, in diesen 5 Jahren, die wir jetzt im Landtag sind, hat sich auch was geändert in diesem Land. Und wir Grüne haben schon immer den Anspruch, eigentlich Politik mit dem Blick auf die gesamte Breite der Aufgaben zu machen. Wir stehen für Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit heißt, man hat den Blick für alles in diesem Zieldreieck, Zielkonfliktdreieck aus Umwelt, Sozialem und Wirtschaft. Und obwohl wir eigentlich den Anspruch haben, Politik für die gesamte Gesellschaft zu machen, müssen wir ehrlich sein, unser Selbstbild ist nicht immer das gewesen, was auch das Fremdbild war, was wir erlebt haben beim Blick in die Gesellschaft. Oft musste man sich ja wirklich kratzen im Gespräch mit Leuten, die einem erklärt haben, was man so den ganzen Tag macht. Und man dachte, kann ich mich gar nicht wiederfinden? Kann ich gar nicht wiederfinden, was all die anderen, die sich bei Grün engagieren, eigentlich so den ganzen Tag machen? Und wir haben es auch nicht wirklich geschafft, aus unserem Anspruch für die gesamte Gesellschaft Politik zu machen, auch die politischen Mehrheiten abzuleiten. Das ist aber gar nicht nur schlecht, sondern wir haben damit nämlich auch was gelernt und wir haben was gelebt, was insbesondere die regierende CDU nicht gelebt hat all die Jahre und was sie auch völlig verlernt hat. Und was uns jetzt zugutekommt, und zwar ist es das, dass man für seine Überzeugungen, für Projekte, für die man eintreten will, nämlich überzeugen muss. Man muss andere mitnehmen. Und überall, wo wir in den vergangenen Jahren und nicht nur in den 5 Jahren jetzt im Landtag, sondern überhaupt seit wir Grüne hier in Sachsen aktiv sind, ob das in Kreistagen war, in Stadträten oder eben auch im Landtag, wenn wir dort was erreicht haben, dann immer nur, weil wir beharrlich andere überzeugt haben, weil wir beharrlich für Mehrheiten gearbeitet haben und weil wir es auch zugelassen haben, Perspektivwechsel. Was ist denn das Interesse der anderen? Und wir haben Schnittmengen gefunden. Und deswegen sind wir im besten Sinne des Wortes eine Bündnispartei. Und deswegen heißen wir auch Bündnis 90 Die Grünen. Und genau das werden wir dieses Jahr noch weiter Realität werden lassen. Und schon dadurch, durch dieses Wirken, tun wir einer pluralen, bunten Gesellschaft gut. Das ist nämlich genau gelebte Demokratie. Und jetzt erleben wir nach so vielen Jahren, wo wir das eigentlich schon immer leben und machen, dass auf einmal der Blick auf uns sich verändert. Und immer mehr Menschen schauen jetzt genau hin, was die Grünen dort tun. Und wir merken gerade, dass dieses Selbstbild, was wir schon lange von uns haben, immer mehr in Deckung kommt, auch mit dem Fremdbild, was große Teile der Gesellschaft tragen. Und das ist was, da freuen wir uns erstmal drüber, ne? Und da haben wir wirklich lange und hart dafür gearbeitet. Es ist aber vor allen Dingen auch bei aller Freude eine Aufgabe. Und es ist nicht nur eine Aufgabe für uns, sondern es ist auch verbunden mit einem ganz schön großen Meer an Verantwortung, die wir jetzt zu tragen haben und der wir gerecht werden müssen in diesem Land. Und ich glaube aber, liebe Freundinnen und Freunde, darauf sind wir bestens vorbereitet. Nicht nur, weil wir vieles gelernt haben, was wirklich demokratisches Leben anbelangt, sondern wir denken schon immer global und handeln lokal. Etwas, was man überall braucht, auch in diesem Land. Und wir sind bestens darin geübt, eben auch gesellschaftliche Mehrheiten zu organisieren und zu überzeugen. Und wir sind auch einfach in der Lage, aus der Mitte der Gesellschaft, mit der gesamten Breite der Gesellschaft auch zu arbeiten und dort voranzugehen.
Und da frage ich euch jetzt mal, liebe Freundinnen und Freunde, klingt vielleicht erstmal ein bisschen provokativ, wer sind denn im besten Wortsinn Konservative? Ist das die in Sachsen regierende CDU, die mit konsequenter Klimaschutzpolitik nichts anfangen kann, der Politik für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen, andere sagen auch Bewahrung der Schöpfung, also Umweltpolitik, als Politik für das Fundament alles unseres Seins hier in diesem Land und auf der Erde nichts anfangen kann, für die Nutztiere als unsere Mitgeschöpfe keine Kategorie sind, wo man sich engagieren müsste, wo Ressourcenschutz, etwa Müllvermeidung, Wertstoffkreisläufe nicht wirklich ein Thema sind, bis hin zu Fragen wie Denkmalschutz, die ganze Dörfer, Kulturlandschaften, jahrhundertealte, gewachsene Kulturlandschaften abbaggern und abfackeln, verbrennen wollen. Sind das Konservative? Ich glaube, wenn man sich das so anguckt, nämlich das Bewahren dessen, was wirklich bewahrenswert ist, da stehen wir Grüne ganz weit vorn. Liebe Freundinnen und Freunde. Und genau in diesem Sinne haben wir als Landtagsfraktion die gesamten 5 Jahre und bis heute alles dafür getan, dass der Schutz der Umwelt, der Naturschutz im eigentlichen Sinne, der Schutz des Klimas, die Fragen Zukunftsfähigkeit einer Landwirtschaft, eben genau der Umgang mit Reststoffen beim Müll, dass aber auch die Bewahrung aller zivilisatorischen und demokratischen Grundlagen in diesem Land auf der Tagesordnung gestanden haben. Wir als Grüne haben das getan. Und ich frage auch mal, wer im besten Wortsinne denn eigentlich liberal ist, freiheitlich. Wer kämpft denn dafür, dass sich alle in diesem Land frei entfalten können? Und nicht nur dürfen, sondern auch die Chancen dafür bekommen. Das sind nämlich auch 2 Paar Schuhe. Ganz egal, wen Sie lieben, ganz egal, welches Geschlecht Sie haben. Wer kämpft denn dafür, dass alle Menschen in diesem Land mobil sein können? Ganz egal, wie ihr sozialer Status ist, wie ihr Alter ist, wo sie wohnen. Also auch unabhängig vom Geldbeutel oder allen anderen Fragen. Und wer verteidigt die Freiheits- und Bürgerrechte, etwa gegen ein jetzt völlig überzogenes Polizeigesetz? Also wer steht für Freiheit, für Liberalität dieser Gesellschaft? Das sind doch wohl auch wir Grünen. Und ganz in diesem Sinne haben wir auch als Landtagsfraktion intensiv und wiederholt für die Gleichstellung gearbeitet, Vorschläge gemacht, das auf die Tagesordnung gesetzt, für die Frauenförderung, aber auch für die Mobilitätswende, die dieses Land mehr als nötig hat und die mal weg von diesem Denken in Straßen und Straßenausbau hin zu, also mal vom Kopf auf die Füße gestellt, angefangen von Fußgängern, Radfahrern, öffentlichen Verkehr, Verkehrsverbund, Angebotsoffensive auf der Schiene, bis hin zu Bussen und auch Carsharing, all diesen Dingen, regelmäßig und immer wieder. Freiheit für jeden, ne? Das ist unser Thema. Und genauso. Ich hatte den Begriff Nachhaltigkeit ja schon erwähnt, haben wir natürlich auch den Blick auf die Wirtschaft, wie sich die in diesem Land entwickeln kann. Und da gibt es nämlich ein Problem, was die alle als Nummer 1 benennen, auch die IHKs, das ist der Arbeitskräftemangel in diesem Land. Und ich glaube, die Antwort auf den Arbeitskräftemangel ist ganz wesentlich eine Frage der Weltoffenheit, die wir hier in diesem Land haben. Es ist aber auch eine Frage der Mobilität in diesem Land, wie ich wo leben kann und arbeiten kann. Es ist aber auch eine Frage etwa der Frauenförderung. Alles Themen, ich habe sie ja gerade schon genannt, für die genau wir Grünen stehen. Und wir haben uns auch gekümmert um Fragen von Unternehmensgründern, Start-ups, Junglandwirten. Alles Themen, wo es darum geht, Zukunft zu entwickeln, regionale Wertschöpfungsketten zu verbessern. Auch wieder Fragen der Landwirtschaft, was dort auch in der Region passieren kann. Wir haben das vorangetrieben. Und deswegen sage ich auch, wir sind nicht nur liberal, sondern wir können auch Wirtschaft. Wir tun's. Und ich glaube, wir haben es bewiesen, auch in dieser Fraktion. Und jetzt kann ich auch noch fragen, wer ist denn im besten Sinne sozial? Mobilitätspolitik, die jeden mitnimmt, habe ich gerade schon erwähnt. Frauenförderung. Die bisher regierende Koalition aus CDU und ihren Sozialdemokraten, ne? Denen war dieses Thema offenbar nicht wichtig genug.
oder sie konnten sich nicht durchsetzen, weil es eben nicht wichtig genug war. Und auch das Thema Wohnen, auch das hat Christine schon angesprochen, das hat sich in den Großstädten zu der sozialen Frage Nummer 1 entwickelt. Und jetzt kann man mal fragen, wer denn dazu gearbeitet hat, dass das nicht nur plakativ benannt wird, sondern Ansätze gibt, wie man da tatsächlich dieses Problem angehen kann. Und da kann man mal fragen, wer denn in diesen letzten 5 Jahren im Landtag sämtliche, und ich wiederhole mal, sämtliche Anträge dazu eingebracht hat. Und zwar inhaltliche Anträge, aber auch bei den beiden Haushaltsverhandlungen, die wir hatten. Die kamen alle von uns Grünen. Und genauso, ohne dass ich die alle einzeln aufzählen will, haben wir auch die Anträge und das Thema ländlicher Raum auf die Tagesordnung gesetzt. Aber nicht so, da gibt es Stadt und da gibt es Land und die kann man gegeneinander ausspielen, sondern wir haben es gemeinsam gedacht. Denn Stadt und Land gehören zusammen, wir sind eine Gesellschaft, wir sind ein Land und weder die großen Städte können ihre Probleme einzeln lösen, noch der ländliche Raum. Und dafür stehen wir auch als Grüne. Und das ist noch lange nicht alles, wenn es um soziale Fragen geht. Wenn es um Gewalt und Hetze von rechts geht, auch dazu hat Dan schon einiges gesagt, wenn es um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft geht, auch da haben wir als Grüne uns als Fraktion auch wiederholt eingesetzt. Aber ein ganz wichtiges Thema, was wir ganz weit durchdekliniert haben, ist nämlich die Frage, auch im Sozialen, wie stärken wir die, die für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft arbeiten? In der Kinderbetreuung, in den Schulen, in Wissenschaft und Hochschulen, in der Pflege, in der Sozialarbeit, in Kunst und Kultur, aber auch in der inneren Sicherheit, ja. Wie kommen wir zu mehr Polizisten? Das war ein Thema für uns Grüne. Wie kommen wir zu mehr Polizeirevieren in der Fläche? Und auch die Frage, wie integrieren wir diejenigen, die hierher geflüchtet sind vor Not und Krieg? Und nicht zuletzt, Schutz der Rechte von uns, wenn wir als Verbraucherinnen und Verbraucher da sind. Alles Themen, die wir durchdekliniert haben, 5 Jahre, intensivst. Ich glaube, wir Grüne stehen sehr wohl für Soziales und wir müssen uns da wirklich vor niemanden verstecken, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür und noch viel mehr haben wir als Grüne Landtagsfraktion 5 Jahre lang gearbeitet. Und da kann ich wirklich sagen, alle unsere Abgeordneten mit vollem Herzblut in ihren gesamten Fachbereichen, aber auch als Fraktion zusammen. Und zwar im parlamentarischen Alltag in Dresden, genauso wie überall in Stadt und Land, wo wir herkommen oder uns eben eingebracht haben vor Ort. Und dafür wirklich ganz ausdrücklichen Dank an Katja, Franziska, Claudia, Petra, Volkmar, Valentin und Gerd. Danke euch für euren Einsatz. Und danke auch, jetzt brauche ich noch etwas mehr Zeit, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktion, angefangen von, nein, danke, ohne euch, auch wenn ihr jetzt hier wieder nicht genannt werdet, ist all das nicht möglich, was wir als Abgeordnete schaffen. Und zwar nicht nur in der Fraktion, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Regionalbüros. Herzlichen Dank. Und wenn wir schon mal dabei sind, ich hatte es ja vorhin gesagt, wir sind die kleinste Fraktion noch nach Zahl, aber wir sind ein Teil von einem grünen Landesverband, einem wachsenden Verband und dieser ist Teil der Gesellschaft. Deswegen danke auch an den Landesvorstand und ich nenne mal jetzt Christine und Norman und auch Matthias. Und wir arbeiten, glaube ich, als Fraktion und Landesvorstand im Moment so reibungslos zusammen, wie es das, ich kann mich nicht erinnern und ich bin wirklich seit Anfang der 90er Jahre dabei, jemals gewesen ist. Und dafür sorgen auch da wieder auch alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landesgeschäftsstelle. Auch da wirklich herzlichen Dank. Und dass die Welt nie perfekt ist, ja, das wird sie auch nie sein, aber sie ist so gut wie nur denkbar möglich und wir arbeiten an allem, dass es besser wird. Und auch dazu der gesamte Landesvorstand,
der gesamte Parteirat, die Kreisverbände mit ihren Arbeitsgemeinschaften, wie sie sich organisieren, unsere Regionalverbände, unsere Ortsgruppen, die LAGs und so weiter. Wir sind eine riesige Truppe, eine Mannschaft, Frauschaft. Und ich kann nur eins sagen, es macht im Moment richtig Spaß. Es macht einfach Spaß zu arbeiten. Und das gibt uns die Kraft, allen zusammen, nicht nur als Fraktion, sondern als Teil von uns Grünen hier in Sachsen, in die Gesellschaft zu wirken, für die Gesellschaft zu wirken. Und das gibt uns auch die Kraft für die bevorstehenden Wahlen. Da ist mir überhaupt nicht bang. Und wir Grünen reden eben nicht nur davon, vom Gemeinsamen in der Sonntagsrede, sondern wir leben es einfach. Wir machen es, liebe Freundinnen und Freunde. Wir, Bündnis 90, die Grünen in Sachsen, sind ein Bündnis. Wir bewegen zusammen etwas mit weiteren Bündnispartnern in der Gesellschaft. Und wir tun das, weil wir fest davon überzeugt sind, dass sich das lohnt und dass es auch möglich ist. Und wir glauben nicht nur daran, dass wir eine gute Zukunft haben können, sondern wir arbeiten schlichtweg auch aktiv dafür. Und wir Grünen haben keine Angst vor der Zukunft. Und wir schüren auch keine Ängste, wie das andere machen. Wir schüren weder Ängste vor anderen Menschen, noch vor dem großen, bösen, grauen Wolf. Auch das gibt es in diesem Land. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass sich natürlich reale Probleme nicht von alleine lösen. Deswegen müssen sie ehrlich benannt werden und diskutiert werden. Aber wir haben eben Lust, diese Probleme dann auch anzugehen und Zukunft zu gestalten. Und das machen wir immer und überall gemeinsam, weil wir einfach immer Gesellschaft mitnehmen müssen und für gemeinsame Mehrheiten arbeiten müssen. So arbeiten wir in der Landtagsfraktion, so gehen wir jetzt alle gemeinsam in die bevorstehenden Wahlen. Wir alle und noch viele mehr, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich freue mich unglaublich auf diese bevorstehenden Wahlkämpfe, Kommunalwahlen, Europawahlen, Landtagswahlen in diesem Jahr. Und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf die dann an Zahlen unglaublich größere Landtagsfraktion ab September, mit der wir unsere Themen setzen werden in diesem Land. Und ich sage nur, auf in die Wahlen, gemeinsam. Danke, liebe Freundinnen und Freunde.